You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Stjami hier und willkommen zur ersten neuen Folge von der Iron Man Challenge. Bei der letzten habe ich ja gefailt auf Stufe 35, glaube ich, war es. Und jetzt beginnen wir das Ganze nochmal von vorne. Dieses Mal habe ich mir ausgesucht den Server Uldur. Ist hier wieder ein BVE-Server. Jetzt finde ich ihn gerade nicht, egal. Ist ein BVE-Server, niedrige Population, also wenig Spieler drauf. Was spiele ich? Und zwar, wichtigste, Nachtelf werde ich spielen. Was werde ich genau spielen? Und zwar werde ich einen Druiden spielen. Ich glaube, dass ich mit dem Druiden am besten vorankomme. Die meisten spielen zwar Jäger, aber ich mag das einfach nicht. Ich brauche immer irgendwas, womit ich mich heilen kann. Druide hat zumindest den seinen Heal over Time, was er sich buffen kann. Und Nachtelf, weil er Schattenmimik hat. Das heißt, ich kann einmal so einen Oh-Shit-Button drücken, dass ich nochmal Stealth geben kann. So, aber nichtsdestotrotz, fangen wir an. Der Gute wird angepasst. Für alle, die nicht wissen, was die Iron Man Challenge ist. Bei der Iron Man Challenge geht es darum, einen Charakter von 1 aufs Maximallevel zu pushen, also momentan Stufe 100. Und dabei darfst du, das Wichtigste ist, du darfst dabei nicht sterben. Das Zweite ist, du darfst keine Talente benutzen, du darfst keine Glyphen benutzen, du darfst keine Skillung auswählen, also gar nichts von dem ganzen Zeug. Du darfst keine Buffs benutzen, du darfst keine Tränke benutzen, du darfst kein Buff-Food oder sonstiges benutzen, kein Verb, dein Freund, kein Account-Gear oder sonst was. Was darfst du noch nicht? Fällt mir gerade nicht alles ein. Keine Dungeons, keine Battlegrounds. Also alles nur durch Quests. Ja, das glaube ich war es im Großen oder im Groben und Ganzen. Ansonsten könnt ihr auf wowchallenges.com könnt ihr euch die Regeln nochmal durchlesen. Leider alles nur auf Englisch. Aber da habt ihr wenigstens schon mal eine Übersicht, was ihr dürft und was nicht. Ich wollte Frisur ändern. Genau, die hier nehmen wir. Den guten nennen wir wieder Iron Stjami. Kann man da noch 2 hinten dran packen? Ne, schade. Dann heißt einfach nur wieder Iron Stjami. Erstellen wir uns. Das heißt, Druide wird es dieses Mal sein. Und dann fangen wir direkt mal an. Und schauen, ob wir nicht direkt dieses Mal direkt in der allerersten Folge drauf gehen. Aber ich hoffe wohl nicht, dass dem so sein wird. Na, ja. Das können wir skippen. Was brauche ich hier jetzt als erstes? Als erstes brauchen wir mal Interface, Aktionsleisten brauche ich. Nehmen wir hier. Wobei, eine reicht vollkommen aus für Iron Man. Den Stealth packen wir hier hin, das können wir so lassen und das packen wir hier hin. So, dann fangen wir das Ganze an. Wie gesagt, das Gear darf maximal weiß sein, also ihr dürft auch keine grünen Items oder sonstiges von Quests nehmen oder von Berufen oder Drops oder was auch immer. Das heißt, Maximalqualität ist weiß. So, jetzt verschieben wir hier noch kurz die Fenster. Denn dann haben wir das eigentlich alles so weit, wie ich das brauche. So, das sperren wir hier noch. So, jetzt kann es aber losgehen. Was müssen wir als erstes machen? Wir müssen junge Nachtzebler killen. Nachtelfen sind recht praktisch. Wie gesagt, wir haben hier diese Schattenmimik-Buff. Oder Buff, diese Ability als Nachtelf. Damit können wir einfach in eine Verstohlenheit gehen. Und können, wenn wir zum Beispiel zu viel gepullt haben, können wir das benutzen und dann resetten einfach die Gegner. Das heißt, das ist mein Oh-Shit-Button. Den hätte ich da mit dem Priest gebraucht, als ich auf den Turm raufgegangen bin und mich entschied, dass ich da alles pull. Aber vielleicht sind wir diesmal schlauer, vielleicht geht es auch einfacher mit dem Dulu, das weiß ich nicht. Aber wenn man sich die Ladeliste so ansieht, scheint Druide und Hunter die größte Auswahl zu sein, was die meisten spielen. Also schätze ich mal stark, dass diese zwei Klassen am leichtesten sind, aber ich denke irgendwie, dass der Hunter fast noch mehr mit dem Gear skaliert als der Druide, weswegen ich dieses Mal lieber Druide spiele. Wir können uns schon mal durchsehen, was wir denn bekommen. Wir bekommen extrem viele Abilities als Druide. Wir bekommen einmal Mondfeuer auf Stufe 3, das ist schon mal gut. Haben wir schon mal einen Damage Overtime, dann bekommen wir Verjüngung, bekommen wir auch. Das ist nämlich der stärkste Heal. Du kannst dich halt immer hotten und nebenbei hochhealen. Dann haben wir Katzengestalt, haben sogar Stealth, das heißt wir können auch ganz normal Stealth gehen. Und dann haben wir schon das erste Level up. Das heißt wir können auch ganz normal Stealth gehen. Finde ich schon mal gut, weil so kannst du dich vielleicht bei der einen oder anderen Quest ein bisschen durchsneaken. Dann haben wir natürlich die ganzen Katzen-Abilities, das finde ich schon mal richtig krass, dass du eigentlich fast alle Damage-Abilities für die Katze bekommst. Wucherwurzeln, das könnte ziemlich nutzbar werden, weil du damit einfach einen Gegner rausziehen kannst.
Weil das wurzelt ihn halt 30 Sekunden am Boden fest und er kann dir halt dann nicht nachkommen. Auch nochmal so ein Oh-Shit-Button, weil ich kann den einfach festwurzeln und kann dann weglaufen. Zum Beispiel, wenn ich nur einen gepult habe. Dann wiederbeleben brauchen wir nicht. Hauen brauchen wir auch nicht wirklich. Den Teleport, der könnte ganz nützlich sein. Reisegestalt, Sprint. Dann kriegen wir auf 26 kriegen wir sogar den Healcast. Das finde ich geil. Ich habe noch gar nicht genau durchgesehen, was wir alles bekommen. Nämlich. Ich bin da gerade genauso überrascht wie ihr. Battle Rats, wir kriegen an AOE, kriegen wir auch. Rasende Regeneration, das wird nice dann. Wirbelsturm auch nochmal schön. Aber ansonsten, die meisten Abilities kriegen wir eigentlich bis spätestens 26 haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Das hört sich schon mal sehr, sehr vielversprechend an. Wir kriegen jetzt hier noch ein, zwei Mobs. Dann kriegen wir nämlich hier noch ein bisschen EP dazu. Dann sehen wir gleich mal ein bisschen weiter vorn zumindest. Aber hier spawnt gerade nicht so krass viel. Normalerweise grinde ich mich gerne immer die ersten Level ein bisschen nach oben. So kannst du nämlich den Vorsprung ein bisschen ausbauen. Achso, wir brauchen ja sowieso die Taschen. Was passt denn? Vielleicht mache ich Erste Hilfe dieses Mal sogar mit. Man darf keine Main-Berufe nehmen, also kein Schmiedekunst, Bergbau oder sonst was. Aber du darfst durchaus Erste Hilfe benutzen. Erste Hilfe ist erlaubt, warum auch nicht. Hunter zum Beispiel hat kein Self-Heal. Das heißt, Erste Hilfe könnte dir als Hunter da ziemlich auf den Arsch retten. So, jetzt killen wir hier noch einen, dann haben wir eigentlich unser Level-Up. Genau. Nee, gerade nicht. Gerade nicht. Was? Are you serious? Genau, da haben wir schon unser Level-Up. Was wollte ich jetzt noch sagen? Es kann sein, dass nicht jede einzelne Folge hochgeladen wird, weil ich eventuell den Char auch mal im Livestream spielen werde. Das heißt, es kann sein, dass man vielleicht mal eine Folge oder was verpasst, aber sollte der Charakter sterben oder in eine brenzliche oder wirklich, wirklich brenzliche Situation geraten, werde ich das natürlich dann selbst als Stream-Highlight nochmal rausschneiden und das Ganze hochladen. Nicht, dass das irgendeiner verpasst, der gerade zum Beispiel beim Stream nicht zusehen konnte. Jetzt können wir hier mit Moonfire noch ein bisschen ein paar Gegner kaputt hauen nebenbei. Das geht ja am Anfang in den Anfang-Level noch schnell, das sollen wir später vielleicht nicht mehr machen. Wie gesagt, EP abgreifen, wo es EP zum Abgreifen gibt. Ja, warum cast jetzt nicht? Genau, alles umrotzen. Können wir unsere ersten zwei Quests gleich, oder unsere zweite und dritte Quest, besser gesagt. So, stimmt. Gleich mal abgeben. Den können wir ja auch noch holen, wupsi. Vielleicht ein bisschen weiter rauszoomen mit der Kamera, das ist hier gerade übelst krass reingezoomt. Friede sei mit euch. So, was kriegen wir hier? Kriegen wir eine Hose. Die ziehen wir auch gleich an. Alles, was weiß ist, wie gesagt, dürfen wir equippen. Hier haben wir noch eine Tasche. Spricht mit Vardan, Starkeiche in Altrasil. Okay, das dürfte die Druiden-Quest sein, schätze ich mal stark. Nachdem wir schon das tiefgrüne Siegelzeichen abgeben müssen, wird es wohl so sein. Hey, hier leckt einer rum. Geben wir das mal ab und dann schauen wir, was wir als nächstes kriegen. Wir sind ja jetzt Level 3. Wann gab es jetzt nochmal den Heal? Auf Level 4, okay, das ist schon mal das Wichtigste für die nächsten paar Level, die auf uns warten, weil, ja, der kann uns vielleicht am Anfang schon ein paar Mal das Leben retten. Was führt euch hierher? So, wir sollen dreimal Mondfeuer üben. Ne, doch nur einmal. Ah ne, erreicht Stufe 3 und übst einmal. Okay. So stimmt es schon eher. Ach, hier ist ein Neuling. Finde ich immer nett, das zu sehen. Dass es immer noch neue Spieler gibt. Es fangen ja auch immer wieder neue Spieler an, natürlich mit WoW. Das ist echt krass, wenn du... wir haben letztens mal im Stream zusammen auf Allianz Aleria was gelevelt. Da kann jeder in die Gilde rein, wer will. Und da habe ich erst gesehen, wie viele Neulinge eigentlich rumrennen. Das ist richtig krass, Alter. Ich dachte nicht, dass es immer noch so viele Leute gibt, die mit WoW gerade erst anfangen. Aber anscheinend, ja, warum auch nicht. Ist ein cooles Fantasy-Spiel. Wem erzähle ich das? Jeder, der da Videos hier guckt, sollte eigentlich, glaube ich, irgendwie WoW begeistert sein. Ansonsten sieht man sich nicht gerade ein Iron Man Challenge Video an. Level 4. Sammelt Mondblütenlilien. Da werden wir wohl nicht drauf gehen, schätze ich mal stark. Diese Rehe geben uns leider keinerlei Erfahrung. Das heißt, es bringt uns eigentlich nichts, wenn wir die hier umhauen. Ach, zu dem Eber zu laufen wäre gerade zu weit. Sammeln wir einfach mal diese Blümchen hier zusammen. Um den Ivaron mit dem Gegengift voll zu stopfen, damit er wieder gesund wird, der Junge. Man sollte auch das Werbt einen Freund, sage ich, das Mount nicht benutzen, das Account-gebundene Mount.
Wobei das steht jedem frei zu. Ich persönlich finde, beziehungsweise es kann auf der Seite halt nicht getrackt werden. Ich weiß nicht, warum man sie in die Regeln gepackt hat, weil ich jetzt nicht wirklich finde, dass das Mount irgendwas ausmacht, ob ich irgendwo drauf gehe oder nicht. Ich werde es benutzen später, muss ich jetzt schon sagen. Ich verstehe diese Regel an sich nicht, aber wie gesagt, das ist jedem sein eigenes Ding. Manche Sachen in der Challenge können halt in der Ladder nicht getrackt werden, das ist einfach nur für dich persönlich, ob du es denn wichtig findest. Aber ich muss sagen, Mount macht jetzt nicht wirklich den großen Unterschied, in meinen Augen zumindest. Ich könnte mir kein Szenario vorstellen, wo mich jetzt das Mount gerade richtig rausgeboxt hätte oder so. Keine Ahnung, weil wenn, dann gehe ich sowieso vorsichtig irgendwo rein und fahre nicht einfach kreuz und quer mit dem Mount irgendwo durch. Kein Plan. Das ist ja sowieso nicht meine Art, will ich mal fast behaupten. Ach so, warte mal. Wir müssen ja so die Quest annehmen, weil da müssen wir die Spinnen töten. Wäre nicht so dumm. Aber Druide sieht mich jetzt schon mal mehr an. Der macht jetzt schon mehr Schaden als der Priester. Einzige Positive am Priester, dass er gleich von Anfang an mehr Heilung hatte. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Wenn ich einen Mob schneller umhauen kann, beziehungsweise mit Wucherwurzeln irgendwie auf Range halten kann, dann brauche ich ja auch nicht unbedingt so viel Selbstheilung, würde ich mal sagen. Das kommt drauf an, wie viel Damage die Katze dann macht, beziehungsweise du hast hier den Bär auch noch, der relativ viel einstecken kann, wenn du irgendwie einen schwereren Gegner hast. Kannst du immer wieder rausgehen, dich hotten und schauen, dass du da irgendwie besser im Überleben bist. Da wartet schon wieder einer auf diese Spinne, da haben wir letztens, wo wir im Stream gelevelt haben. Waren ja auch so viele Leute dann, weil ich einen Nachtelf erstellt hatte. Und die ganze Zeit waren die Leute nur noch drauf am Warten, dass diese Spinne hier spawnt. Man sieht es eh, wie oft die hier schon wieder am Boden liegt. Weil es halt genug Leute gibt, die gerade was hochleveln. Was heilt das Ding eigentlich am Anfang? 16er Ticks. Oder ist das nur der Anfang? 16, 15. 32 kritisch. Das Ding ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. Kommt drauf an, wie das dann mit dem Level skaliert. Wird natürlich wahrscheinlich immer schwächer werden. Aber für den Anfang lasse ich es mir auf jeden Fall mal einreden, muss ich sagen. Auf Range. Für den Anfang auf jeden Fall kein schlechter Heal. Wir müssen nur schauen, dass wir irgendwie an Mana kommen. Ich glaube, Mana wäre so das größte Problem. Ich glaube, die meiste Zeit wird man wahrscheinlich in der Katze spielen. Was ist der Ruf der Natur? So, was brauchen wir als nächstes? Den Kolben hier können wir uns anziehen. Der macht ein bisschen mehr Schaden als unserer, weil wir skalieren ja ein bisschen mit dem Schaden, den wir über unsere Waffe und so weiter machen. Hotten wir uns hier mal gegen den Questgegner. Ich weiß nur, wenn ich mir das von Krieger-LP ansehe, wo wir dahin? Wo waren wir da? In Ashenvale? Also in... Wie heißt es zu Deutsch? Eschental. Wie heißt es zu Deutsch, Alter? Was bist du für ein Idiot, Flo? Als wir da unterwegs waren, da bin ich ja auch mit grünem Gear, da haben wir ja noch ohne Account Gear gelevelt, da bin ich auch mit grünem Gear permanent verreckt, von dem her, sollte man sich überlegen, ob ich die Quest vielleicht mit dem Dudu hier mache. Challenge accepted. So, wie gesagt, das Mount, ja, für mich persönlich macht das keinen großen Unterschied aus, ich werde es natürlich benutzen, um das Ganze hier ein bisschen zu beschleunigen, weil interessiert halt nicht jeden. Das ist eine Folge, oder dass ich eine Folge nur damit verbringe, von einem Gebiet ins andere zu spazieren. Beziehungsweise, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es irgendeine Situation gibt oder geben wird, wo mir das Mount jetzt irgendwie mega den Arsch rettet. Zumindest nicht bis Level 20. So, aber nichtsdestotrotz, weiter geht's. Wir sind gut dabei. Wir leveln relativ schnell. Natürlich am Anfang geht das relativ zack, zack. Man hat es damals gesehen mit dem Priester. Bis Level... sag mal 25 ging es richtig schnell. Und dann merkst du halt schon, wenn es anfängt, dass das Account-Gear fehlt und so weiter, dann fängt es sich an, das Ganze immer mehr zu ziehen und dauert halt immer länger, bis du nach oben kommst. Ist denen auch nicht erlaubt, ein Level-Add-on, das dir zum Beispiel eine gewisse Route vorgibt, wo du was leveln musst. Das wird aber genauso nicht getrackt, das ist also auch bei dir. Wenn du gerne mit sowas spielst, ja, mach nur. Es bringt dir jetzt auch spielerisch nicht so viel Vorteil. Aber es gibt sicher irgendwie Iron Man Challenge Add-ons. Ich würde es mir nicht runterladen, sondern so, das würde mir zu viel kaputt machen. Maximal Add-on wie bei mir NPC-Scan-Overlay, dass ich irgendwie Ramob weiß, wo Ramobs sind. Wobei Ramobs eh so ein Thema sind in Iron Man Challenge. Man hat ja gesehen, dass ich teilweise ein bisschen Probleme hatte mit dem einen oder anderen Ramob. Sagen wir mal so.
Grüße, Druide. Grüß Gott, lieber Herr. Was kriegen wir hier? Wir kriegen eine Lederbrust, Waldland-Tunika und schon sind wir unsere schöne Novizenrobe los. Jetzt sehen wir hier aus wie ein Vollbauer, sagen wir mal so. Den Buff kriegen wir uns lieber nicht weg. Mit dem können wir hier schön rumsegeln. Ups, falscher Hotkey. Den können wir hier schön rumsegeln. Jetzt muss ich mir ganz kurz die andere Aktionsleiste einblenden, weil ich weiß, wenn ich das nicht... Ey, was kriege ich rum? Ich weiß, wenn ich das nicht mache, dann werde ich immer wieder falsch aufmounten. Hier waren wir. Und dann kann ich das wieder ausblenden, weil ich bin so gewöhnt, dass ich über meine Maus über... Was ist das? Ö? Oder Ü? Aufmounte. Das ist bei mir auf der Maus ganz hinten einfach Tastenklick. Und nicht, dass ich da irgendwie faile und dann wieder auf- und abmounte in einer Tour oder sowas in der Art. Das avoiden wir hiermit gleich mal. Und schauen, dass wir hier irgendwie... Ach, wir haben ja noch den Slowfall-Buff. Können wir ein bisschen rumsegeln hier. Voll auf Droge. Dann haben wir hier vorne gleich den Satyr, den kennen wir auch noch aus dem Let's Play. Wir haben ja mit Nachtelfen angefangen. Jetzt ist er Gnome, aber vorher war es ja Nachtelf. Zen-Faulhuf nehmen wir gleich mal an. Dann müssen wir hier diese Tiere killen und die ganzen Teile von dem looten, weil er irgendwie einen bösen Fluch erschaffen will oder sowas in der Art. Ist cool, dass man den NPC auch noch bis zur Dunkelküste wieder sieht. Ist cool, dass sie das mit den Quest-NPCs so ein bisschen durchziehen, damit der ein oder andere vielleicht die Quest-Story dahinter auch erfährt. Finde ich nicht so schlecht, sowas. Kann man definitiv machen, warum auch nicht. Ich bin ganz Ohr. Keldamir. So, jetzt können wir hier gleich die Quest abgeben. Und, ja genau, gehen wir hier ab. Und dann setzen wir einen Ruhestein gleich hier mal. Weil, kann man immer mal brauchen, den können wir uns eigentlich auch gleich binden. Dazu schalten wir nochmal ganz kurz die Aktionsleiste ein. Okay, ja, so. Voll verwirrt, ey. Schalten wir das wieder aus. So, jetzt haben wir das auf E gebindet. Das ist mein Portkey. Das ist auch wieder auf der Maus. Denkt euch nicht, ich drücke das auf der Tastatur oder so. Dann können wir hier die ganzen Quests annehmen. Dann haben wir hier das Event gerade auch. Da können wir auch gleich die Quest abgeben normalerweise. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das darf. Ich mache das lieber nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie es mit Event-Quests aussieht. Deswegen lassen wir das einfach mal. Und lassen den Guten hier einfach stehen. Dann können wir hier oben noch die Quest annehmen. Der schickt uns auch irgendwo hin. Wo schickt uns der nochmal hin? Ach, das war der Smaragd, den Traumfänger, genau. Und dann müssen wir sowieso erstmal nach Danasus fliegen. Nur noch um eine Flug nach Danasus zu bekommen. Genau, da fliegen wir hier nach Danasus. Und dann war es das schon mal für die erste Folge. Ich mache die Folgen nicht mehr zu lang, weil es vielleicht dann irgendwie uninteressant wird oder sonst was. Außerdem kann ich vielleicht mehr Folgen releasen. Schauen wir mal. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zusehen wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Däumchen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, dann ab damit unten ins Kommentarfeld. Vergesst nicht mehr auf meinen ganzen Social Media Networks zu folgen. Die Links dazu findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.